Mobilität verändert sich. Sie wird elektrischer, autonomer und vernetzter. Brose erzeugt neue Mobilitätserlebnisse beim Fahrzeugzugang, dem Innenraum und bei elektrischen Antrieben. Dafür vernetzen wir unsere mechatronischen Systeme und sorgen mit Sensorik und Software bei Fahrzeugen aller Art für mehr Komfort, Sicherheit und Effizienz. Gestalten Sie die Mobilität mit. Brose. Liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Klassik am Sonntag. Diese Woche haben wir für Sie Kammermusik in etwas größerer Besetzung. Das erste Stück ist Prokofjews Quintett, daraus den fünften Satz. Die Musik für Prokofjews Quintett entstand aus einem Zirkusballett namens Trapeze, so 6 Episoden aus dem Zirkusleben. Das Ballett wurde für Boris Romanow, den zweiten Choreograf des Ballett Russes von Diaghilev, geschrieben und erzählt irgendeine Zirkusgeschichte. Eigentlich sind viele von den so Quellen von damals verschollen. Wir wissen nicht ganz genau, wie das Stück so ausschaute damals, aber wir wissen, dass die Musik aus dem fünften Satz so die Späße eines Clowns nachbildet. Das zweite Stück, was wir für Sie haben, ist der erste Satz aus Beethovens Septett in Es-Dur. Beethovens Septett war zu seinen Lebzeiten so sein populärstes Werk. Es war eigentlich bis zum 1830 so, dass es auch sein meistgespieltes Werk war. Wie es oft damals war bei populären Werken, gab es viele Bearbeitungen davon, damit das Werk ein möglichst großes Publikum erreichen konnte. Darunter war eigentlich von Beethoven selbst eine Bearbeitung für Klaviertrio. In diesem Stück hört man, wie Beethoven die verschiedenen Kompositionsstränge von seinem Kompositionsstil zusammenbringt. Man hört ein bisschen von seiner Symphonik, wie er mit Form und mit Struktur umgeht. Man hört auch ein bisschen, wie er so Solokonzerte schreiben wird, in dem alle die Stimmen sehr solistisch sind und äußerst anspruchsvoll. Und man hört auch seine Liebe für Kammermusik, in dem jede Stimme wichtig ist und alle die Stimmen miteinander reden und miteinander kommunizieren. Es spielen für Sie Mitglieder des Philharmonischen Orchesters.